In diesem Video geht es um das sogenannte Fadenstrahlrohr. Es ist ein Experiment, mit dem man die spezifische Ladung eines Elektrons bestimmen kann. Unter spezifischer Ladung versteht man den Quotienten zwischen der Ladung und der Masse eines Objektes. Die Grundidee des Experimentes ist folgende. Wir betrachten ein Elektron mit einer Geschwindigkeit v und wollen, dass sich das Elektron zwischen zwei Magnetpolen bewegt. Oben haben wir den Nordpol und unten den Südpol. Das heißt, die Magnetfeldlinien zeigen von unten nach oben. Und das ist die Richtung der magnetischen Flussdichte. Nach der linken Handregel wirkt auf das Elektron die Lorentzkraft und sie steht senkrecht zu der Geschwindigkeit. Nun wird das Elektron seine Geschwindigkeit ändern und die Lorentzkraft steht die ganze Zeit senkrecht zu der Geschwindigkeit. Das heißt, dass die Bahn, auf der sich ein Elektron dann bewegen wird, eine Kreisbahn ist. Also wir starten mit einem bewegten Elektron im Magnetfeld und zwar so, dass die Geschwindigkeit des Elektrons senkrecht zu der magnetischen Flussdichte ist und es passiert Folgendes: Die Lorentzkraft zwingt das Elektron auf eine Kreisbahn. Damit können wir die Lorentzkraft gleich der Zentripetalkraft setzen. In Formeln ausgedruckt ist das die Ladung des Elektrons mal seine Geschwindigkeit mal die magnetische Flussdichte. Soll sein die Masse mal die Geschwindigkeit zum Quadrat geteilt durch den Radius der Kreisbahn. Und wenn man die Gleichung durch m teilt, erhalten wir E durch m ist gleich v Quadrat geteilt durch v mal b mal r. Hier würde sich v Quadrat und v kürzen zu v. Also E durch M ist die Geschwindigkeit geteilt durch die magnetische Flussdichte und den Radius. Und das ist die gesuchte spezifische Ladung eines Elektrons. Das bedeutet, wir brauchen ein Experiment, in dem wir folgende Größen bestimmen können. Einmal die Geschwindigkeit. Einmal die magnetische Flussdichte und einmal den Radius der Kreisbahn. Am besten wäre es, wenn wir dabei die Größen messen können, beziehungsweise sie einstellen können. Aus technischer Sicht besteht das Experiment aus zwei Komponenten. Einmal aus den sogenannten Helmholtz-Spulen. Und dabei handelt es sich um zwei Spulen, die parallel zueinander ausgerichtet sind. Beide Spulen haben den gleichen Radius. Und der Abstand zwischen den beiden Spulen beträgt auch r. Also der Radius entspricht dem Abstand beider Spulen. Also parallele Spulen mit dem Radius r und dem Abstand r. Warum benutzen wir diese? Der Grund ist, dass das magnetische Feld dazwischen nahezu homogen ist. Und die zweite sehr nette Eigenschaft ist, dass die magnetische Flussdichte
proportional zu der Stromstärke durch die Spulen ist. Beziehungsweise genau kann man sogar die magnetische Flussdichte berechnen, indem man die magnetische Feldkonstante nimmt und mit folgendem Bruch multipliziert. 8 mal I, das ist die Stromstärke durch die Spulen, mal N, das ist Anzahl der Windungen in der Spule, geteilt durch die Wurzel aus 125 mal dem Radius der Spulen. Und die magnetische Feldkonstante hat einen Wert 4 Pi mal 10 hoch minus 7 Newton pro Ampere zum Quadrat. I ist die Stromstärke und R der Radius und schließlich N die Anzahl der Windungen. Die zweite Komponente ist die sogenannte Elektronenkanone. Und diese ist folgend aufgebaut. Wir haben einmal die sogenannte Heizspannung, die an einer Spule angeschlossen ist. So, diesen Teil nenne ich G und das ist die sogenannte Glühkathode. Die Spannung U hat einen Index H, weil das die sogenannte Heizspannung ist. Dabei handelt es sich um eine Wechselspannung und die sorgt dafür, dass sich hier teilweise Elektronen lösen. Und diese Elektronen wollen wir beschleunigen. Und dann haben wir eine ringförmige Elektrode, die wir an den Minuspol einer Spannungsquelle anschließen und den Pluspol schließen wir an einer weiteren ringförmigen Elektrode. Die Strecke zwischen den beiden Elektroden dafür sorgen, dass die Glühkathode auf dem gleichen Potential ist wie unsere negativ geladene Ringelektrode ist. Deshalb verbinden wir hier die beiden Stromkreise und die losgelösten Elektronen werden auf der Strecke S beschleunigt und aufgrund der Trägheit verlassen sie auch die positiv geladene Elektrode und werden sozusagen hier da rausgeschossen, deshalb auch der Name Elektronenkanone. So, diese Spannung nennen wir UB, das ist die Beschleunigungsspannung. Also die Glühkathode und die Heizspannung haben die Aufgabe, die Elektronen überhaupt zu liefern. Und mit der Beschleunigungsspannung, die wir einstellen können, wissen wir, welche kinetische Energie die Elektronen haben. Das ist nämlich die kinetische Energie entspricht der elektrischen Energie. Das bedeutet 1/2 mv² von den Elektronen ist gleich die Ladung mal die Beschleunigungsspannung. Und wenn man diese Formel umstellt, können wir direkt die Geschwindigkeit ausrechnen. Das ist 2e mal u durch die Masse eines Elektrons und daraus die Wurzel. Auf den ersten Blick könnte man das Gefühl haben, okay, das macht vielleicht doch Probleme, weil um v zu bestimmen, brauchen wir einmal die Elektronenladung und einmal die Elektronenmasse. Aber vielleicht haben wir Glück und wir werden unsere Formel so umstellen können, dass wir die Gleichungen nach E und M auflösen können.
Aufgebaut sieht das Experiment folgend aus. Wir starten mit den Helmholtz-Spulen. Wir sehen das Experiment von der Seite. Deshalb sehen wir nur eine Helmholtz-Spule. Die zweite befindet sich direkt dahinter. Und die sind an einer Spannung angeschlossen, die nenne ich UM, weil diese Spannung dafür sorgt, dass wir ein Magnetfeld bekommen. Und UH für U-Helmholtz, es wird ja gleich belegt, weil wir ja die Heizspannung haben. Und in dem Stromkreis wollen wir auch die Stromstärke messen. Und diese Stromstärke nenne ich IM. Dann sorgen die Helmholtz-Spulen für ein Magnetfeld. Und mit diesen Xen zeige ich auch die Richtung des magnetischen Feldes. Das bedeutet, dass das Magnetfeld in die Ebene hinein zeigt. Ja, die X sind die Magnetfeldlinien, die wir von der Seite sehen, deshalb sehen sie aus wie Punkte. Und wenn wir X zeichnen, zeigt das Magnetfeld in die Ebene hinein. Andersrum, wenn sie aus der Ebene heraus zeigen, würden wir einen Kreis mit einem Punkt zeichnen. In dem Magnetfeld der Helmholtz-Spulen befindet sich ein Glaskolben. Und das wird mit Wasserstoff gefüllt. Aber unter einem sehr niedrigen Druck. Und zwar handelt es sich dabei um 0,1 bis 1 Pascal. Das bedeutet, das ist ungefähr ein Tausendstel oder ein Zehntausendstel bis ein Tausendstel des normalen Atmosphärendruck. So, IM war ja die Stromstärke in den Helmholtz-Spulen. So, und in den Glaskolben packen wir eine Elektronenkanone rein. So, dazu nehmen wir einmal eine Heizspannung, eine Glühkathode und dann müssen wir die Elektronen noch beschleunigen. Ich möchte, dass sie sich nach oben bewegen. Das bedeutet, wir nehmen eine Elektrode hierhin. Diese schließen wir an einen Minuspol und an den Pluspol schließen wir eine weitere ringförmige Elektrode an. So, das ist die Beschleunigungsspannung und dann passiert Folgendes. Die Elektronen werden nach oben bewegt, durch die Lorentzkraft abgelenkt. Und dadurch erhalten wir eine kreisförmige Bewegungsbahn. Und zu einem Kreis gehört immer ein Radius. Und mit R bezeichnen wir den Radius der Elektronenbahn. Wenn wir uns das Ganze ganz genau angucken, sehen wir Folgendes. Die Beschleunigungsspannung können wir entscheiden. Die ist ja nämlich einstellbar. Und wenn das der Fall ist, können wir auch entscheiden, welche Geschwindigkeit die Elektronen haben. Genauso einstellbar ist UM. Das heißt, wir können direkt die Stromstärke in den Helmholtz-Spulen einstellen und damit direkt B-Feld messen, die magnetische Flussdichte, den Radius von der Kreisbahn können wir auch messen. Dafür sorgt nämlich der
Wasserstoff in dem Kolben. Der macht nämlich die Elektronen sichtbar. Wenn die Elektronen auf die Wasserstoffatome treffen, regen sie diese an und die Wasserstoffatome leuchten. Hier bekommen wir eine Aussage über die Geschwindigkeit, hier eine Aussage über die magnetische Flussdichte, hier bekommen wir den Radius, also wir haben ein Experiment, was unseren Anforderungen entspricht. Der letzte Schritt ist die Auswertung von dem Experiment. Und wir gehen von der Gleichung aus, dass die Lorentzkraft der Zentripetalkraft entspricht. Das bedeutet, die Elektronenladung mal die Geschwindigkeit der Elektronen mal die magnetische Flussdichte ist gleich die Masse des Elektrons mal die Geschwindigkeit zum Quadrat geteilt durch den Radius der Kreisbahn. Nun können wir beide Seiten der Gleichung durch V teilen und gleichzeitig noch durch M teilen. Dann bekommen wir die spezifische Ladung des Elektrons ist gleich V mal B mal R. Das heißt, die spezifische Ladung eines Elektrons ist und V können wir mit Hilfe der Beschleunigungsspannung berechnen. Das ist 2 mal Elektronenladung mal die Beschleunigungsspannung geteilt durch die Elektronenmasse und daraus die Wurzel geteilt durch die magnetische Flussdichte multipliziert mit dem Radius der Kreisbahn. Was jetzt unschön ist, hier haben wir die Elektronenladung und die Elektronenmasse, das steht unter der Wurzel und erstmal kümmern wir uns darum, die Wurzel wegzubekommen und quadrieren beide Seiten der Gleichung. Wir haben also die Ladung zum Quadrat geteilt durch die Masse zum Quadrat ist gleich im Zähler bleibt dieser Ausdruck nur ohne die Wurzel, also 2 mal E mal die Beschleunigungsspannung geteilt durch M geteilt durch und jetzt müssen wir den Nenner quadrieren B Quadrat mal R Quadrat. Jetzt haben wir auf beiden Seiten der Gleichung den Ausdruck E durch M. Dann teilen wir doch dadurch E Quadrat durch M Quadrat geteilt durch E durch M ist E durch M. Und auf dieser Seite ist E durch M geteilt durch E durch M 1, also verschwindet sozusagen. Und somit können wir die spezifische Ladung des Elektrons ausrechnen, indem wir zweimal die Beschleunigungsspannung nehmen und durch den Quadrat der magnetischen Flussdichte multipliziert mit dem Bahnradius teilen.